Und damit willkommen zu... Ich weiß gar nicht, wie ich das hier nennen soll. Das ist eigentlich kein Let's Play, weil ich euch eigentlich nur dieses Spiel mal kurz zeigen möchte. Ich werde jetzt ein neues Spiel starten. Ich habe das Spiel noch nicht komplett durchgespielt. Das ist ein Roguelike. Heißt, wenn ihr sterbt, dann müsst ihr von vorne anfangen. Und ich habe es halt bis jetzt einmal fast geschafft, den ersten Boss zu besiegen. Aber das Spiel ist ziemlich gut eigentlich. Moment. Was wollte ich jetzt sagen? Also es ist kein Let's Play. Ich werde es nur mal jetzt einen Run mal zeigen. Mal gucken, wie weit ich komme. Aber ansonsten, ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt das Video nennen soll. Die hier, das ist die, die man am Anfang hat. Ich finde es ganz cool, dass man mit einer Frau anfängt. Der Standard Iron Cast, also es ist im Prinzip Steampunk-Mech-Dinger. Ihr werdet gleich sehen, wie das Spiel funktioniert, aber... hier kann ich nicht wirklich was machen. Ich mache erstmal eine Mission, bevor ich irgendwas erkläre. Was haben wir hier? Ein Kampf. Ein Kampf. Kämpfen, kämpfen oder kämpfen, dann nehmen wir das hier. Also das meiste hiervon können wir eigentlich überspringen. Die Geschichte ist im Prinzip... Sowohl Frankreich als auch England haben diese Mechs entwickelt. England hat diese Technik aber von Frankreich gestohlen. Das hat dann zum Krieg geführt. Der Krieg läuft jetzt schon ein paar Jahre und jetzt haben die Franzosen die Invasion von England gestartet. Und diese Mechs heißen Iron Cast, daher auch der Name. So, was wir jetzt aber machen müssen... Wir bekommen, also die orangen Dinger sind Energie, die blauen sind Kühlflüssigkeit, die grünen sind Reparaturzeug und das lila ist Munition. Und wir müssen jeweils drei verbinden, drei gleiche, um die einsammeln zu können. Wir können aber so viele verbinden, wie wir wollen. Das geht diagonal und es geht halt generell in alle Richtungen. Das hier sind Overdrive Nodes, das heißt, das nächste, was wir tun, unsere nächste Aktion... wird verstärkt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Schilde hochfahre, dann werden die Schilde halt stärker. Wenn ich das nächste Mal eine Waffe einsetze und ich habe so eine Note, dann ist die Waffe stärker, sowas. Und das hier sind Link-Notes. Die erlauben es mir zum Beispiel... Ich kann jetzt zum Beispiel... Normalerweise kann ich halt hier zum Beispiel... Das hier ist Schrott. Da kriegt man einfach nur Schrott als Währung halt. Ich kann das hier nicht verbinden. Was ich aber machen kann, ist das hier. Das heißt, wenn ich so eine Link-Note verwende, kann ich im Prinzip... Je nachdem, wie die platziert sind, richtig heftige Kombinationen durchziehen. Von mehreren Farben halt. Wir haben drei Züge pro Runde. Das hier ist nochmal eine Fähigkeit, also in dem Fall halt von dem Iron Cast. Dass wir Raketen abfeuern können. Der einzige Nachteil, den diese Raketen haben, ist, dass wir nicht bestimmen können, welches System sie angreifen. Es gibt Missionen, wo wir... ein bestimmtes System nicht beschädigen dürfen, weil wir dieses System dann hinterher bekommen. Das ist ein bisschen nervig, wenn man dann vergisst, dass man das Ding nicht benutzen darf und es benutzt. Ansonsten frage ich mich jetzt, was ich als erstes nehmen soll. Ich würde sagen, Energie. 5 Stück davon. Munition brauchen wir auch, aber ich glaube, wenn ich zuerst Reparatur nehme, kann ich Munition besser machen. Genau. Waffen abfeuern können wir noch gar nicht, weil in der ersten Runde das halt noch nicht geht. Aber wir haben schon mal zwei Overdrive-Nodes, das heißt... Na toll, geht gar nicht. Aber wir können das hier machen. Das heißt, normalerweise hätten wir nur 10 Schilde bekommen und 5% Evasion. Jetzt haben wir halt das Doppelte. Das bleibt für eine Runde so. Das heißt, man muss das Ganze auch schon oben halten. Aber zum Beispiel jedes Projektil, das mich trifft, macht 20 weniger Schaden. Das heißt, Waffen mit vielen Projektieren sind sehr ineffektiv gegen Schilde. Und ich habe eine 10% Chance, Angriffen auszuweichen. Jetzt macht der Gegner das Gleiche. Also teilweise ist die KI relativ... Das heißt, die ist nicht schlecht, aber manchmal denke ich mir so, was machst du eigentlich? Also Schockcoils, ja okay, das, die haben einen Schuss. Das heißt, das war schon die bessere Wahl, die sie getroffen hat. Aber manchmal setzt die KI mehrfach
genau die Waffe ein, die eigentlich total ineffektiv ist. Und zwar wirklich sehr ineffektiv. Ich habe schon erlebt, dass ich teilweise so 0 Schaden hatte oder 5 Schaden hatte pro Schuss, weil einfach mein Schild so hoch war. Und das hat die KI nicht gestört. So, was wir jetzt brauchen, ist erstmal Energie. So. Und dann passt auf, dann... Schilde hoch. Das reparieren wir. Da machen wir so ein Match. Man muss möglichst viel auf einmal machen, weil man dann mehr EP bekommt. Und man levelt sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kampagne. Das heißt, es bringt schon was. Einmal kann ich noch. Das heißt, ich sollte dann... Warte, nee, Munition habe ich ja noch. In dem Fall sollte ich dann... Ah, ja, hier kann ich was... Kann ich was? Nee, kann ich nicht. Ich kann hier nichts Sinnvolles machen. Pass auf. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir den Kampf nicht schon in dieser Runde beenden können. Aber auf jeden Fall, was ich machen möchte... Die Waffe ist effektiver gegen meine Schilde, das heißt... Und er hat Schilde oben. Energy Lance. Ja, ich kann es nicht in dieser Runde beenden. Das heißt, ich nutze die Gelegenheit und sammle noch den Schrott auf. Da, sowas meine ich. Und er hat es zweimal gemacht. Nur mal zur Info. Er hat zweimal genau den Angriff eingesetzt, von dem ich wissen müsste, dass er kacke ist. So, noch ein bisschen. Mal gucken, wo können wir möglichst groß... Ja, der Schrott liegt nicht so zusammen, dass ich da was machen könnte. Das heißt, ich matche die Dinger einfach nur für ein paar EP. Und dann... War das auch schon der erste Kampf. So, wir bekommen Erfahrung, wir bekommen Schrott. Was haben wir bekommen? Standardschild Mark 2. Mark 2 überspringt man eigentlich, habe ich gelernt. Außer man hat halt am Ende nichts anderes. Reparieren. So, was haben wir bekommen? Wenn die Munition voll ist, macht die Waffe 10% mehr Schaden. 20% Chance, dass wenn Schilder aktiv sind, absorbierter Schaden von jedem Schuss reflektiert wird. Das ist eine... Und das ist eine Ironcast-Fähigkeit, die das am meisten beschädigte System vollständig repariert. Ich bin mir nicht sicher, das hier könnte ziemlich nervig werden, da wir eine Waffe bergen wollen. Ja, komm, ich nehme das. Müssen wir uns halt nur merken, dass wir das rausmachen. Ansonsten, halt hier habe ich meine beiden Waffen. In dem Fall eine Projektilwaffe mit 5 Schuss und eine Energy Lance, das heißt, ich schieße einen Energiestrahl ab, ist praktischer gegen Schilde. Dann einen recht schlechten Antrieb, der mir bis zu 15% Evasion gibt und ein Schild, der mir Einkommensschaden jeweils bis zu 30 reduziert, pro Projektil halt. Das heißt, die Waffe hier, genau, die macht 22, bis zu 22 pro Projektil. Das heißt, wenn hier der Schild voll ist, ist die Waffe eigentlich komplett nutzlos. Also Schilde sind am Anfang auf jeden Fall dominant. Ansonsten können wir ja noch Stuff bauen. Ich finde es etwas doof, dass man Sachen nicht verkaufen kann. Wäre meiner Meinung nach sehr hilfreich. Und hier können wir noch ein paar Upgrades machen, zum Beispiel, dass wir mehr Munition machen können. Das hier ist für mich so ziemlich Priorität. Dann können wir nämlich genug Munition für 3 Salben halt speichern. Deshalb, was haben wir hier? Battle. Das hier ist etwas schwieriger, ne? Das sind auf jeden Fall, glaube ich, 2 hintereinander. Ich habe im Moment nicht so wirklich das Selbstvertrauen, das zu machen. Ja, das hier ist der Boss. Der kommt aber erst in 8 Tagen. Ist es noch okay?
Ah, dann mache ich die hier. Hier gibt es mehr Schrott. Das andere sind War-Assets und die verringern die HP von dem Boss, sobald es soweit ist. Ja, okay. Oh, hallo. Der hat keine... Doch, der hat Schilde. Der hat sogar die dichten Schilde. Die brauchen mehr Energie, aber... bieten auch mehr Schutz. Was hat er noch? Projektilwaffen. Die Link-Note möchte ich nicht verschwenden. Ja, zuerst mal die Dinger. Dann... passe. Das ist Kacke. Das ist Kacke, was ich hier habe. Komm, damit wir möglichst viele neue bekommen. Bringt auch nicht wirklich was. Oh, der hat einen Overdrive. Wow. Und er hat meine... Okay, die hat er zerstört, aber das ist egal. Die kann ich reparieren. Ich kann die Hülle nicht reparieren, das stört mich viel mehr. Energie wird leider auch nicht besser, ne? Dann pass auf. Die hier ist besser. Ist sie noch aktiv? Ja. So, dann benutzen wir jetzt so eine. Und komm, ein bisschen Kühlflüssigkeit brauchen wir auch. So, mal gucken, ob wir auch noch seine andere Waffe erledigen können. Er kann die zwar reparieren, aber da muss er halt erstmal Reparatur einsammeln und derzeit kann er keine Munition einsammeln. Ja, die nächste Runde überlebt er nicht und vor allem muss beide Waffen reparieren. Das hat er hinbekommen, aber er hätte meine Energy Lance erledigen können, aber das bringt ihm auch gar nichts, weil meine Energy Lance eigentlich die weniger effiziente Waffe ist in dem Fall. So, jetzt. Jetzt würde es sich... Jetzt wäre es besser gewesen, hätte er sie erledigt. Ich habe eine Overdrive-Note. Ich kann ihn wahrscheinlich mit dem einen Schuss erledigen. Das heißt, ich gehe jetzt hin, sammle noch hier... Und dann sammle ich hier den Schrott noch auf. So. Nice. Level up. Schilde und Standard Drive Mark 2R. Ja, die sind auch noch notfalls was wert, aber... mal gucken, was haben wir bekommen? Repair Spawns 2 Times offen. Oh, das ist super. Wenn man 10 oder mehr zusammen halt matcht, hat man eine 25% Chance auf eine Link-Note. Oder wenn die... Das hier ist auch cool. 10% von allem Waffenschaden wird auf die, Ursprungswaffe zurück. Ich nehme das hier. Mal eben reparieren.
das hier. Und nächste Mission. Was haben wir? Salvage. Ich darf keine ihrer Waffensysteme. Okay. Aber oh, ich komme hier nicht. Komme ich hier wieder raus? Ja, komme ich. Wäre auch blöd, wenn nicht. Das heißt, ich muss das hier mal rausnehmen. Ich darf das Ding nicht abfeuern. Ansonsten ist aber alles okay. Du sollst das rausnehmen. Unequipped, safe and close. Jetzt fliegt hier eine Fliege rum. Super. Warte, habe ich vielleicht noch andere? Das ist Collection. Da müssen wir halt Kisten verlinken. Und das hier ist Survival. Das heißt, wenn wir hier die Mission jetzt hinbekommen, ohne eines der Waffensysteme zu beschädigen, bekommen wir eine Waffe. Das heißt, wir zielen direkt schon mal auf den Schildemitter. Oh, das ist ziemlich nice, was ich hier habe. Pass auf, zuerst Munition. Oh, super. Reparatur direkt voll. Oh, so viel Energie. Oh, ich könnte jetzt so einen heftigen Match machen, aber das ist auch dann irgendwie. Irgendwann ist das auch eine ziemliche Verschwendung. Deshalb lasse ich es hier in dem Fall mal. Ich darf die Dinger nicht verwenden. Das heißt, Schilde hoch. Oh, der geht hart auf Evasion. Der hatte zwei Overdrive-Nodes dafür. Das ist heftig. Was machen wir am besten? Zuerst einmal auf den Antrieb, bitte. Den muss ich zerstören. Und da hat nämlich im Moment eine 30-prozentige Ausweichchance. Aber wenn ich noch einen Treffer lande... Oh ja, nice. Richtig gut. Das war wirklich gut. So, Munition und Energie. Da könnte ich noch eine Overdrive-Note sammeln. Das wäre eigentlich jetzt gerade auch sehr günstig. Das heißt, ich habe jetzt zwei von denen. So. Ja, die nächste Runde übersteht er nicht. Wobei ich hätte noch die... Also jetzt gerade habe ich vergessen, die Schilde noch hochzufahren, aber das ist okay. Okay, seine beiden Waffen sind halt beide kacke gegen... Schilde, okay, das heißt erstmal Schilde hoch, aber ich brauche wieder Kühlflüssigkeit, wenn ich nämlich was mache und ich habe keine Kühlflüssigkeit, nimmt mein Ironcast Schaden, das möchte ich vermeiden. Na, die Runde übersteht er vielleicht schon noch, weil ich keine Munition habe. Ach komm schon, dann halt hier. Nee, ich fange nicht an zu laufen. 40 Schilde müssen reichen. Ah, er ist wieder bei 30 Ausweichchance. Oh, schön viel. Schön viel. Also normalerweise würde ich das nicht machen, aber wir haben sowieso schon fast gewonnen, also... Also wenn der Kampf schon entschieden ist, kann man auch Schrott einsammeln.
So, Waffensysteme sind intakt, das heißt, ich darf sie selber verwenden. Das ist so eines davon. Und, was habe ich bekommen? Raketenwerfer. Der hatte doch gar keinen Raketenwerfer. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt haben will. Und Standardschilde Mark 2. Die sind aber auch nicht wirklich gut. Ich glaube, der verbraucht weniger Energie. Ne, der verbraucht weniger Kühlflüssigkeit. So rum. Aber im Moment ist das Upgrade halt auch echt nicht wert. Accuracy. Ultra Rapid Fire. Das Ding habe ich sogar. Ne, warte, das Ding habe ich nicht. Aber ich kann jetzt das Ding wieder ausrüsten. So. Jetzt habe ich noch hier das als Fähigkeit. Battle. Nochmal Battle. Oh, hier kann ich nochmal eine Waffe klauen. Dann machen wir das doch. Dann muss das hier aber wieder raus. Und ich darf halt auch die Fähigkeit nicht einsetzen. Aber wenn ich eine gute Waffe bekommen kann, auch noch fertig gebaut, ja bitte. Okay, das hier ist ein Panzer, der hat keine Schilder, aber hat eine Panzerung, die halt 30% Schadensreduktion macht. Ich mache mir allerdings wesentlich mehr.